So, herzlich willkommen, liebe Freunde der italienischen Küche und der handgemachten Musik. Ich freue mich wieder für euch, einen Videoblog aufnehmen zu dürfen und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Lena vom SWR von der Sendung Expedition in die Heimat. Hallo. Hallo Lena. Hallo. Heute werden wir gemeinsam kochen und zwar Pasta e Piselli, ein ganz einfaches Rezept und die Lena wird mir dabei helfen. So gut es geht. Ja, dann legen wir los. Unbedingt. Letztendlich ist dieses Rezept sehr einfach. Man nennt das auch das arme Menschenrezept. Für Menschen, die nicht viel Geld hatten, die haben sich ein ganz leckeres Gericht gezaubert aus Zwiebeln, wie man hier sieht. Olivenöl. Wir dünsten jetzt die Zwiebeln in Olivenöl an, fügen die frisch gepflückten Erbsen hinzu, lassen das Ganze eine Viertelstunde, 20 Minuten vor sich hinkochen. Parallel dazu wird einfach Wasser aufgekocht für die Nudeln, für die Pasta. Und dann zum Schluss schwenken wir die Nudeln in den Erbsen, fügen frische Minze hinzu. Das war hier. Ja. Ich pflück immer regelmäßig Minze und gefriere das dann ein. Das passt dann super. Das kann man dann bei Bedarf Riecht aber immer noch herrlich. Ja. Mm. Ja, eigentlich sind Gewürze, die man frisch pflückt und einfriert, sind meistens noch am besser. Besten. Ja, genau. Die verlieren das Aroma nicht. Ja, dann schwenken wir, wie gesagt, die Nudeln, die abgekochte Nudeln in den Zwiebeln. Und am Ende kommt sehr viel Parmesankäse obendrauf. Und das war's. Und es schmeckt so lecker. Also selbst Menschen, die keine Erbsen essen, die werden hier ihr grünes Wunder erleben. Mhm. Also wir zeigen euch gleich, wie es aussieht. Ready? Yes. Okay. Ordentlicher Schuss Olivenöl. Wie viele Zwiebeln von denen, die wir jetzt alle hier geschnitten haben, brauchen wir denn? Ich würde jetzt alle nehmen. Echt? Ja, knallhart. Okay, also knutschen danach, schwierig. Es kommt drauf an, wenn du mit dem Kameramann knutschen willst. Ich habe so einen Holzwürfel. Sie traut sich nicht, die ganzen Zwiebeln reinzutun. Doch. Jetzt sind sie drin. Es gibt auch kein Zurück mehr. Also ich finde, in Olivenöl angebratene Zwiebeln sind eigentlich nur noch geruchlich zu toppen von Knoblauch. Ja, also. Und die beste Kombination ist ja Knoblauch und Olivenöl, finde ich auch. Zwischendrin möchte ich doch mal kurz erwähnen, dass ich extra für euch heute die Fenster geputzt habe. Ja, also und die Gardinen. Also, wenn man sich schon... Ja, natürlich. Ja. Wenn schon. Wenn schon, denn schon. Genau. Und du kochst auch gerne? Ich koch sehr gerne. Ja? Und auch, es kommt mir sehr entgegen, vegetarisch. Vegetarisch? Mhm. Schau an, ich war jetzt 2 Jahre lang vegetarisch. Mhm. Aber der Kleine oder die Kleine da drin, die hat sich's anders überlegt. Okay. Und seit meiner Schwangerschaft esse ich leider wieder Fleisch. Ungern, aber ich mach's. Wahrscheinlich 9 Monate lang und dann... Danach dann wieder ohne. Ja, ja. Also die sind jetzt schon ordentlich braun. Ja, dann fügen wir einfach mal so fast eine ganze Tüte Zwiebeln, Erbsen. Ich glaube, Zwiebeln haben wir jetzt genug. Das läuft noch. Das ist ein bisschen wenig. Eigentlich sollten es mehr sein, weil die... Ja... Das sind halt Zwiebeln mit ein bisschen Erbsen und Nudeln. Mhm. Sollten eigentlich mehr Erbsen sein, aber leider... Mehr war halt nicht drin. Leider habe ich keine Erbsen mehr. Die frisch gepflückte und gefrorene Minze füge ich jetzt hinzu. Ich tue es ein bisschen kleiner machen. Darf aber schon auch großzügig sein. Ich finde es nur schade, dass wir zu wenig Erbsen haben. Und im Hintergrund hört ihr Locke, wie immer nervt er, ohne Ende. Aber egal, der gehört hier auch dazu. So, und das darf jetzt vor sich hinkochen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ich füge dann auch noch ein bisschen Weißwein hinzu, normalerweise, aber jetzt lasse ich Weißwein weg, wohlweislich. Okay. Jo.
Jetzt mache ich vielleicht etwas Verbotenes, was meine Mama bestimmt nicht macht. Und zwar füge ich noch einen Brühwürfel zu den Erbsen hinzu und etwas Wasser. Reicht irgendwie so 200 Milliliter. Bisschen ablöschen. Genau. Nicht mal genau. Dass sich auch der Brühwürfel auflösen kann. Würzen tun wir mit Salz und Pfeffer. Aber wirklich ganz minimal. Und so eine Prise Zucker. Mhm. Da kommen gleich die Nudeln rein. Und noch eins und noch eins. Das ist jetzt Salz, so anderthalb Löffel. Wow, ja. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir so viele Zwiebeln haben. Wirklich. Doch. Das muss ich jetzt sagen. So, jetzt ist wieder, jetzt könntest du. Hey, I wanna tell you that the pasta is the bread of Napoli. So, jetzt fügen wir die Pasta hinzu. Und die darf jetzt 11 Minuten lang kochen. Buon appetito! Und ganz wichtig, entgegen vieler Meinungen von Kochlehrern in der Realschule oder sonst wo, man fügt kein Öl hinzu. Das machen Italiener nicht. Lediglich doppelt so viel Wasser wie Nudeln aufsetzen, gut salzen und das war's. Also kein Öl hinzufügen. Dann Penne, ne? Penne, ja. Genau. So. Also eine Minute bevor die Pasta al dente ist, machen das wir quasi, jetzt. Genau, das ist jetzt. Machen wir das Feuer aus oder die Temperatur aus. Das Feuer. Wir sind ja nicht bei den Neandertalern. Und dann nehme ich so mit dem Salzwasser und schöpfe das in die Piselli rein, also in die Erbsen. Darf ruhig ein bisschen Flüssigkeit mitgehen. Und die letzte Minute verbringen die Penne in der Pfanne mit den Erbsen, sodass der Geschmack noch angenommen wird. Die können wir schon mal ein bisschen mischen. Zum Schluss fügen wir noch einen Schuss Olivenöl obendrauf. Und dann wirklich sehr großzügig Parmesankäse. Ja, das wäre auch mir wichtig. So, ich glaube, wir haben alle Nudeln. Mhm. Ah, fast alle. Fast, ja. Autsch. Mhm. So, jetzt hole ich mir das Olivenöl. Tja. Ordentlicher Schuss, hast du gesagt, ne? Ja, doch ruhig nochmal. Genau. So, genau, wunderbar. Noch ein bisschen ganz leicht Pfeffer. Das ist jetzt mit feuriger Chili-Pfeffer von Jamie Oliver. Aber es darf auch ein normaler Pfeffer sein. Der Pfeffer oder das Pfeffer? Der Pfeffer. Ich habe immer meine Probleme mit der, die das. Das freut meine Jungs. Einfach Pfeffer. Pfeffer. Genau, noch ein bisschen Pfeffer ran. Du Pfeffer, genau. Macht nichts falsch. Ja. Ach, mit dieser Minze, das ist wirklich toll. Ja? Ja. Weil das wird auch so frisch. Das ist ein schönes Minze. Gericht. Ja. Das Bedürfnis, noch Minze hinzuzufügen. Noch ein bisschen mehr? Ja. Mhm. Und dadurch, dass du jetzt hier ein bisschen Salzwasser mit drüber genommen hast, hast du auch automatisch gleich eine Soße, ne? Ja, ja. Mhm. Genau.
Ich habe den Fehler gemacht, wenn man die Minze aus der Gefriere rausnimmt, sollte man die gleich kaputt drücken. Weil dann hat man es besser verteilt im Teller. Ich habe jetzt zu lange gewartet und jetzt ist sie richtig feucht geworden. Lieber noch machen, wenn sie noch knackig ist. Ja, genau. Mhm. Ich denke, die Nudeln können jetzt serviert werden. Ich hole nur noch den Parmesankäse und dann buon appetito. Super. Parmesankäse, und zwar richtig viel. Natürlich wäre frisch gehobelter Parmesan an dieser Stelle schmackhafter, aber der tut's auch. So. Noch ein bisschen heißer. Oh, lecker. Mmh. Guten Appetit. Guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Ja? Mhm. Sehr gut. Danke.